Ja, hallo zusammen. Ich glaube, wir müssen gar nichts mehr sagen über den Darm. Der Andreas hat alles gesagt. Aber dennoch sprechen wir heute über Ernährung für den Darm. Und zum Beginn starten wir mit einem kleinen Video. Ja, der Darm ist auch für uns immer wieder ein Wunderorgan. Wir entdecken immer wieder Neues. Und heute möchten wir euch einfach einmal aufzeigen, warum der Darm so wichtig ist, dass ihr das für euch erkennen könnt. Dann gehen wir ein bisschen auf die Mikro- und Makronährstoffe ein, weil das ist ein zentraler Punkt, wenn es um die Ernährung geht. Und dann haben wir am Schluss für euch noch zusammengefasst die Ernährungsbasics. Was ist wichtig in der Ernährung? Auf was muss ich schauen? Und wie kann ich das im Alltag umsetzen? Da Andreas uns schon vorgestellt hat, gehen wir weiter zu unserem Thema und schauen uns das Wunderorgan Darm einmal genauer an mit seinen Aufgaben. Ich gehe noch mal kurz zurück. Da oben hat es ein Symbol, beziehungsweise man sieht es nicht. Wenn man das Kamerasymbol sieht, dann können wir leider aus zeitlichen Gründen nicht so viel Zeit verwenden für die Folie. Nehmt den Fotoapparat oder das Handy, macht ein Foto und wir sind dann auch noch im Stand, um auf die Fragen einzugehen. Das ist vielleicht noch am Anfang sehr wichtig. Genau, zu unserem Wunderorgan. Dass der Darm die Aufgabe Verdauen hat, das ist uns allen klar. Wenn diese Verdauungsfunktion richtig funktioniert, bekommen wir daraus Energie. Energie für unser tägliches Leben. Wenn sie richtig funktioniert, scheiden wir danach das Unverwertbare aus. Und das ist auch genau ein Grund, dass dann Detox oder Entgiftung eben richtig funktionieren. Der Darm, in ihm ist auch das Immunsystem beheimatet, zumindest ein Großteil davon. Und er hat auch Aufgaben wie Enzymproduktion, Hormonproduktion oder Regulation des Wasserhaushalts. Ja, und dann haben wir im Darm quasi so drei Hauptplayer, die wir als sehr wichtig erachten und vor allem eben auch, die man für sich irgendwo im Alltag umsetzen sollte oder beachten sollte. Das ist zum einen das Immunsystem. Der größte Teil vom Immunsystem sitzt ja im Darm und darum braucht der Darm seine Beachtung. Dann haben wir die Kommunikation. Das heißt, vielleicht hat man schon von Darm-Hirn-Achse gehört. Das heißt, die kommunizieren miteinander, aber vielleicht anders als die meisten meinen, nämlich 90% der Informationen gehen vom Darm ins Hirn und nur 10% vom Hirn in den Darm. Und dann haben wir natürlich noch so einen super Begriff, den man mittlerweile kennt, das Mikrobiom. Das ist so ein Billionen von verschiedenen Mikroben, die alle miteinander kommunizieren, eine eigene Intelligenz haben und ohne die könnten wir überhaupt nicht leben. Und bei vielen ist dieses Mikrobiom oder diese Kombination von Mikroben gestört und darum dann auch die Synergie. Jetzt schauen wir uns an Nicht-Beschwerden, die sich im Darm abspielen. Die kennen wir wohl alle auf irgendeine Art und Weise. Aber wir können Beschwerden im ganzen Körper haben, die vom Darm verursacht sind. Und das können effektiv Krankheiten sein,
auch emotionale Störungen. Das können Schmerzen im Körper sein, also vom Knie über den Rücken bis zu einer Migräne. Das kann alles vom Darm kommen. Und vielleicht wird das irgendwann uns allen mal klarer, denn wir haben ja gesehen, wie der Darm im ganzen Körper Aufgaben hat. Dann schauen wir uns an, wieso der Darm überhaupt Beschwerden haben kann. Und wenn ihr das jetzt so seht, es sind schon viele Dinge dabei, die mit unserer westlichen, ja, neuartigen Lebensweise zu tun haben. Wir schauen uns heute die Ernährung an. Ja, ich habe vorher erwähnt, dass die Mikro- und Makronährstoffe ein wesentlicher Punkt sind, dass man versteht, woher kommen eigentlich die Stoffe, die wichtig sind für mein System. Und auf der einen Seite haben wir die Makronährstoffe, dann die Mikronährstoffe. Und hier habe ich euch einfach mal aufgezeigt, wo gehört was rein. Weil das müsste man verstehen als Grundsatz, um sich überhaupt gesund ernähren zu können. Und dann sind die einen sind Bau- und Brennstoffe, also quasi so die Energiebereitsteller. Und die anderen sind eigentlich die für die Zellenergie, für die Mitochondrien. Da braucht es Zusammenspiel von diesen zwei Stoffgruppen. Wenn man den Körper beispielsweise als Hochleistungsmotor ansieht, und das sinnbildlich mal auf der einen Seite das Benzin, dann sind das die Makronährstoffe. Und auf der anderen Seite haben wir dann das Motorenöl und haben da eben diese Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und eben auch ganz wichtige sekundären Pflanzenstoffe. Und das bekommen wir vor allem eben aus Obst, Gemüse, Beeren, Kräutern. Und da haben wir mal so ein Sinnbild, wo von woher was kommt. Diese Folie ist jetzt für die Akademiker unter euch. Wir schauen uns die rechte Seite an mit den Mikronährstoffen. Die Mikronährstoffe, eben das Pflanzliche, das enthält viele Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Und irgendwann ist uns bewusst geworden, ja, die wären schon noch gesund. Man ist dann hingegangen und hat gesagt, ja, 5 Portionen am Tag solltest du essen. Nach einigen Jahren sind die Franzosen gekommen und haben gesagt, ja, das reicht hinten und vorne nicht. Wir müssen 10 Portionen essen, denn die Böden sind nicht mehr gut. Wir haben lange Transportwege, wir brauchen viele Pestizide. Also diese Nahrungsmittel geben uns nicht mehr das, was sie uns früher gegeben haben. Und in Amerika, Australien, ist man dann hingegangen und hat gesagt, ja, liebe Leute, esst 12 Portionen. Ihr seht unten rot die traurige Realität. 1 bis 2 Portionen ist jeder von uns anstatt die 5, 10 oder 12. Auf der anderen Seite, die Makronährstoffe bestehen aus Kohlenhydraten. Wir essen zu viele von den falschen Kohlenhydraten und dafür zu wenige Proteine. Zudem essen wir zu viele Fette, aber von den guten, hochwertigen Fetten hingegen essen wir zu wenig. Und von Ballaststoffen, ja, sprechen wir schon gar nicht, kommen wir auch nicht hin. Und das macht, dass wir eigentlich stetig unsere Muskeln abbauen, unser Fett aufbauen und wir eigentlich vor unseren vollen Tellern, mit denen wir uns überfressen, Mängel haben. Wir haben uns überlegt, ja, wie bringen wir in dieser kurzen Zeit etwas hin, was euch etwas bringt, was ihr nach Hause mitnehmen könnt. Wir schauen jetzt uns die Makronährstoffe, das Öl, noch genauer an. Ja, beim Öl reden wir eben eigentlich auch von einem Ölwechsel, wie man das vom Auto gewöhnt ist. Und wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht, welche wertvollen Öle sollten in jeder Küche stehen. Ich gehe jetzt da nicht tiefer ein, wie man die einsetzt, das steht da alles drauf. Abfotografieren oder sonst zu uns kommen. Aber das sind so Öle, die wir als sehr wichtig erachten. Wenn man aufs Thema Omega-3-Fettsäuren eingeht, das ist ja ein Thema, das man im Bereich von Gesundheit, gesund bleiben, immer wieder drüber stolpert oder sich schon damit befasst, dann haben wir ja die Omega-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Die sind per se nicht schlecht. Meistens sind sie im sehr schlechten Licht
gerückt, aber sie sind eben ganz, ganz wichtig. Also alle Omega-Fettsäuren sind wichtig, aber es kommt halt auf die Menge drauf an. Und wenn man heute schaut, in den verarbeiteten Lebensmitteln hat es vor allem diese Omega-6-Fettsäuren drin, die eben entzündungshemmend sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Omega-3-Fettsäuren, da gibt es auch drei verschiedene, das ist ganz wichtig zu wissen. Die kommen in unterschiedlichen Quellen vor, das heisst, das ist auch wichtig, dass man das in hohen Mengen zuführt, täglich. Und wenn man schaut, früher, sagen wir mal Steinzeitmenschen, haben noch ein Verhältnis gehabt von 1:1. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Ernährung, aber auch wenn die Tiere gegessen haben, dann haben die Tiere auch eine ganz andere Nahrungsquelle gehabt, als sie beispielsweise heute bei Massentierhaltung haben. Das heißt, heute haben wir durchschnittliche Fettsäuren, das ist jetzt eher tief, von 1:15. Da seht ihr, dass die Entzündungswerte viel zu hoch sind. Wenn man schaut, für was Omega-3-Fettsäuren wichtig sind, dann könnt ihr euch selber mal einen Punkt raussuchen, der für euch wichtig ist. Also es gibt eigentlich fast keinen Punkt, wo Omega-3-Fettsäuren nicht wichtig sind. Und das könnt ihr euch auch gerne abfotografieren und ansonsten, wie gesagt, Fragen dazu gerne später. Unsere nächsten beiden Makronährstoffe sind noch Kohlenhydrate und Proteine. Ja, und Proteine, die können eine Herausforderung sein. Denn grundsätzlich sind sie der wichtigste Baustoff für unsere Zellen. Sie sind essentiell, damit unsere Zellen ständig regeneriert und erneuert werden können. Proteine aus tierischer Herkunft, die sind viel komplexer in der Aminosäurenstruktur, aber sie haben natürlich auch Nachteile. Wie könnte es anders sein im Leben? Pflanzliche Proteine, die sollte man schlau miteinander kombinieren, damit wir wirklich damit versorgt sind. Kohlenhydrate, die sind böse und oft tritt das wahrscheinlich auch ein. Sind sie wirklich böse? Ich glaube, sie sind böse, weil wir sie a. viel zu viel essen und b. in schlechter Form, sei es Weizen ist heute nicht mehr das Urkorn von früher, das ist verzüchtet und wir essen es sehr oft so als Weißmehl. Also lebe ich von Weckli, Pasta, Pizza und Kuchen, da habe ich effektiv ein systemisches Problem. Ich werfe hier nur mal einen Begriff rein, und zwar die nicht alkoholische Fettleber, die da zum Problem werden kann. Wenn ich jetzt aber keine Kohlenhydrate esse, ist das auch nicht gut, denn dann ist mein Körper in einem ständigen Mangelzustand und das stimmt nicht für den Stoffwechsel. Also wir brauchen Kohlenhydrate und zwar in komplexer Form. Das kann sein der Haferporridge zum Frühstück, das kann sein ein Roggensauerteigbrot oder Getreide in ganzer Form, wie zum Beispiel Hirse, Buchweizen, auch mal eine Polenta, da gibt es verschiedene gute Möglichkeiten. Ja, dann haben wir natürlich noch die Ballaststoffe, die gehören natürlich auch dazu und die haben eine ganz wesentliche Funktion. Das Traurige ist, das sehe ich immer wieder in den Protokollen, dass die Leute einfach viel zu wenig essen. Wichtig eigentlich, dass man weiß, dass es lösliche gibt und wasserlösliche gibt und wasserunlösliche. Die wasserlöslichen, die sind vor allem eben Futter für die Darmbakterien und die haben meistens eine Schleimgestruktur. Und bei den wasserunlöslichen, die sind vor allem dazu da, um Giftstoffe aufzunehmen und aus dem Körper rauszutransportieren. Ja, und da haben wir euch noch eine Folie aufgemacht, wie bringe ich dann mehr Ballaststoffe in meinen Alltag, in meine tägliche Ernährung. Und das ist ja wichtig, dass ich weiß, wo kann ich das machen. Und das dürft ihr auch gerne wieder abfotografieren. Nachdem wir jetzt mit den Makronährstoffen durch sind, schauen wir uns noch mal kurz etwas zu den Mikronährstoffen an. Ja, die Mikronährstoffe, also wir sind ja wieder beim Obst, Gemüse und Beeren angelangt und das ist einfach ein zentraler Punkt, weil wenn ihr mal googelt, für was Obst, Gemüse oder Beeren gesund sind, dann gibt es von A bis Z alles. Also von Aften oder Allergien bis zu Z wie Zehenpilz gibt es wirklich nichts, was diese Dinge nicht können.
Und darum ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, habe ich einen eigenen Garten? Wenn nicht, dann habe ich einen Bauern in der Nähe, der vielleicht am besten eben Bio oder Demeter anpflanzt. Oder habe ich einen Markt, wo ich das frisch einkaufen kann? Das sind so die Kriterien, die man sich mal einfach ehrlich stellen sollte oder so ansonsten dann schauen, was für Möglichkeiten das es gibt. Damit ihr jetzt heute effektiv etwas für euch mitnehmen, für euren Alltag, für eure Ernährung könnt, schauen wir uns jetzt unsere Ernährungsbasics an, beziehungsweise bestimmte Punkte daraus. Und der erste ist natürlich, Essen muss Spaß machen. Denn ansonsten funktioniert es auf Dauer einfach wirklich nicht. Essen sollte vielseitig sein, es sollte abwechslungsreich sein. Und frage dich vielleicht immer, was schmeckt und ist trotzdem gesund oder umgekehrt? Die Frage ist schon, ich weiß, ich sollte mehr Gemüse essen, aber eigentlich schmeckt mir das nicht so. Und ich kann da die kurze Geschichte von meinem Mann erzählen, der vor vielen Jahren ist dann seine Mutter mal bei uns vorbeigekommen, wir haben gegessen und sie sagt zu ihm, wieso isst du Gemüse, seit wann isst du Gemüse? Und er hat dann so zwischen uns hin und her geschaut und gemeint, ja, irgendwie, glaube ich, kommt das auf die Zubereitung an. Ja, der nächste Punkt ist ein wichtiges Thema. Ich hatte mal eine Mitschülerin, die hat zudem eine Semesterarbeit geschrieben. Und zwar ist das Kauen. Weil wenn wir in die Natur schauen, zu den Säugetieren, dann sieht man, wie genüsslich, wie lang die kauen. Und wir machen das nicht mehr. Wir haben das Gefühl, das geht schneller. Aber mit dem verschenken wir 50% von unserer Verdauungsleistung. Weil wir speichern es zu wenig ein. Wir haben weniger Enzyme, die dann aktiv werden können. Und somit belasten wir den Darm, der eh schon nicht optimal funktioniert. Ist richtig. Nach einer erholsamen Nacht, in der ich gut geschlafen habe, mein Körper entgiften konnte und wie wir von Andreas gehört haben, unser Darm nach dem Aufstehen frisch entleert ist und wir vielleicht meditiert haben, ist das Wichtigste ein Frühstück. Ein warmes, gekochtes Frühstück, damit unser Verdauungsfeuer und somit unser Stoffwechsel, unsere ganze Verdauungsleistung von Neuem angekurbelt werden für den Tag. Das Pendant dazu ist das Abendessen. Das sollte idealerweise relativ früh und relativ leicht sein. Denn abends mag unser Magen nicht mehr verdauen. Und wenn wir uns jetzt noch das Yin- und Yang-Zeichen anschauen, rechte Seite weiß, Yang beim Frühstück, Energie, yangisieren und abends yinisieren, runterfahren, vorbereiten auf Detox und Schlaf. Über den ganzen Tag verteilt sieht das aus, dass wir idealerweise 3 Mahlzeiten zu uns nehmen. Vielleicht sogar 3 gekochte Mahlzeiten oder gar 3 gekochte und warme Mahlzeiten. Das kommt effektiv darauf an, wie stark ist unsere Mitte. Wenn wir immer latent Übelkeit, Müdigkeit, Durchfall, wenn uns irgendwelche Dinge plagen, dann ist es umso wichtiger, dass wir gekocht und warm essen. Und genauso wichtig sind die Pausen zwischen dem Essen, denn ständiges Essen macht den Magen müde. Wenn ich jetzt eine Mahlzeit esse, dann ist mein Magen 3 bis 5 Stunden beschäftigt. Und das ist ein Pott hier unten. Und wenn ich jetzt wieder nach einer Stunde, nach 2 etwas reingebe, muss der von vorne anfangen mit dem Verdauen. Der kann nicht unterscheiden, was ist vorverdaut, was nicht. Und daher sind diese Pausen für eine starke Verdauung essentiell. Ja, und dann darf natürlich das Trinken nicht fehlen. Wir haben vorher von Oliver ganz einen tollen Vortrag bekommen, was eigentlich im Wasser nicht drin sein sollte. Und darum auch wir empfehlen natürlich 2 bis 3 Liter zu trinken, gefiltertes Wasser, ungesüßte Getränke. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind so die Zusammenhänge, die halt beim Trinken wichtig sind. Wir beobachten immer wieder, dass Leute immer noch zu wenig trinken und darum braucht es das auch für die Verdauungssäfte, die der Körper selber bildet, braucht es genügend Flüssigkeit.
Ja, und dann haben wir natürlich wieder das Thema Obst und Gemüse, aber da geht es ja nicht nur um Obst und Gemüse, sondern es geht mehr darum, dass wir die Dinge, die wir essen, die sollten frisch sein, die sollten regional sein, die sollten unbehandelt sein, dass wir das berücksichtigen. Wir sind uns einfach gewohnt, dass wir im Supermarkt einkaufen, aber vielfach eben nicht sehen, wie lang das Zeugs da schon liegt. Aber heute beim Einkaufen ist mir gerade eingefallen, eine ältere Dame gesehen, die hat den Salat angeschaut und hat der Verkäuferin gerufen und hat gesagt, ja, aber dieser Salat, der ist alt, schauen Sie doch mal die Schnittfläche an. Und genau das ist das Thema. Wenn die schon braun ist, weiß man eigentlich schon, dass der schon Tage rumliegt. Dieses Thema ist eigentlich tragisch, dass wir überhaupt davon sprechen müssen. Bin ich beim Einkaufen und nehme etwas aus dem Gestell und da steht nur natürliche Zutaten enthalten. Da frage ich mich ja, was ist denn bei den anderen 90% der Produkte drin? Und von daher, idealerweise kaufst du Dinge ein, die überhaupt keine Zutatenliste haben. Und wenn eine Zutatenliste da ist, dann sollte sie einerseits überschaubar sein, also nicht zu lange. Und sobald sie noch irgendwelche Ausdrücke drauf hat, chemische, die du nicht kennst, dann kannst du das Produkt wirklich getrost zurückstellen. Ja, und das Würzen, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Gewürze und Kräuter, das sind Mikronährstoffe vom Feinsten. Und sie erhöhen natürlich auch den Spaßfaktor am Essen. Denn ob ich jetzt einen Blumenkohl mit italienischen Kräutern und Olivenöl würze oder ob ich ein Curry draus mache, ich habe ein komplett anderes Gericht und kann so Abwechslung in die Küche bringen. Ja, und dann haben wir noch das Thema tierische Produkte reduzieren. Da gibt es ja immer wieder Kontroversen, wie man sich ernähren sollte. Die einen streichen das komplett raus, die anderen essen mehr davon, wie auch immer. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass in den verarbeitenden Produkten meistens eben Dinge drin sind, die nicht reingehören. Das heißt, die tun unsere Verdauung belasten. Da gibt es auch namhafte Studien, die zeigen, dass sie sogar Krebs auslösen. Und darum ist es auch da wichtig, wo ist die Herkunft her? Und dementsprechend lieber diese Produkte reduzieren und dafür pflanzliche Proteine erhöhen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die Pflanzen. Da kann man eigentlich nie genug davon essen. Wir haben es am Anfang gehabt, das sind bis zu 12 bis 15 Portionen. Das heißt, diese Stoffe, die da drin sind, eben auch mit den Gewürzen, mit den Geschmacks-, Geruchs- und Farbstoffen, das sind so die kleinen Helferlein. Also spannend ist ja an diesen sekundären Pflanzenstoffen, dass von diesen 100.000 an der Zahl, die es gibt, sind etwa 35.000 bis 40.000 erforscht, 60.000 haben nicht mal einen Namen. Das heißt, wir sind eigentlich noch gar nirgends im Vollverstehen von der Wirkung von diesen Naturstoffen. Und jetzt wird es vielleicht etwas kontrovers, wenn wir sagen, esst so viele pflanzliche Nahrungsmittel wie möglich, aber esst nicht zu viel Rohkost. Denn Rohkost minimiert einfach unser Verdauungsfeuer. Und da kommt natürlich dann der Einwand, ja, aber die haben Vitamine, ich brauche doch Vitamine. Jetzt ist die Frage, wie viele Vitamine kriege ich aus einer rohen Karotte und wie viele kriege ich aus einer sanft vorgekochten Karotte? Und schlussendlich, wenn ich jetzt eine Karotte einfach so schnell esse, Riesenstücke gelangen in meinen Magen, er muss sie zuerst auf 37 Grad aufwärmen, er muss sie zerkleinern und dabei gehen gemäß neuesten Studien mehr Vitamine verloren, als wenn ich eine gekochte Karotte esse. Aber ganz klar, wir brauchen Rohkost. Wir können aber uns überlegen, welche Rohkost gibt mir das Maximum. Und das sind beispielsweise frische Sprossen, die sind auch proteinhaltig, frische Kräuter. Was noch? Eigentlich alles, ja. Alles, genau. Die bitteren Blattsalate. Jetzt habe ich genau den Hänger gehabt, der mir dann auch bei der Verdauung
wahrlich weiterhilft. Ja, und dann haben wir noch die Zubereitungsart. Da scheiden sich ja auch die Geister. Ich habe extra für diesen Vortrag noch mal ein paar Studien angeschaut. Und es gibt spannend aus der Schweiz beide Studien. Die einen sagen, ja, es ist bei der Zubereitung, Mikrowelle beispielsweise, da passiert nicht sehr viel, vor allem was Vitamine anbelangt. Da hat man einfach vorher nachher geschaut. Und die anderen Professoren, Ärzte, die haben vor allem das Blut abgenommen nach beispielsweise der Mikrowellennahrung. Das sieht dann schon ganz anders aus. Das will ich jetzt aber da nicht vertieft eingehen. Und dann beim Tiefkühlen, da beobachte ich auch immer wieder Sachen. Es gibt die Dinge, die man professionell einkühlt, Schnellkühlung. Das, ja, da passiert nicht sehr viel. Wenn man aber Sachen selber einfriert, dann platzen vor allem die Zellen in den Lebensmitteln. Und das ist eigentlich eben schlecht. Also das führt zu einer Verminderung der Qualität. Ja, und dann haben wir das Thema Fermentiertes. Das ist auch etwas, wo wir uns recht intensiv damit befassen, weil es ja immer wieder mit diesem Mikrobiom zu tun hat. Und dieses Mikrobiom braucht bestimmte Bakterien, das heißt Probiotika. Die kann über natürliche Nahrung zugeführt werden. Also fermentieren ist etwas, das man schon seit Tausenden von Jahren macht, in Salzlake oder in Essiglake eingelegt. Und wenn man dann vielleicht therapeutisch arbeitet oder mit Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, dann macht es Sinn, dass man das über sogenannte Probiotika macht. Unser letzter Punkt ist in entspannter Atmosphäre. Denn Stress oder Essen am Büropult, das kann das beste Essen unverdaut im Magen zurücklassen. Und das wollen wir beim besten Willen nicht. Ja, hier nochmal zusammengefasst die Ernährungsbasics, die wir aufgezählt haben, auch zum Abfotografieren. Wenn jemand gesundheitliche Herausforderungen hat, dann macht es natürlich Sinn, dass man das zuerst untersucht, vielleicht mit Laborergebnissen, wie wir das auch machen, und dann eben die Ernährung ganz individuell anpasst. Wir haben für euch die Ernährungsbasics zusammengefasst in einem PDF. Ihr dürft das hier abfotografieren oder bei uns im Strand. Da könnt ihr euch das in Ruhe alles nochmals anschauen. Und wir kommen zum Schluss und sagen euch, Ernährung ist absolut wichtig, aber sie ist nichts, wenn wir dennoch gestresst leben, überall rumstreiten, uns nicht bewegen, nicht gut schlafen. Also schlussendlich muss das Gesamtpaket stimmen. Merci.